Mit großen Bildern, die nichts sagen, die irgendwas machen, was früher funktioniert, komme ich jetzt nicht mehr weiter. Wir sind hier eben bei einer Open Space Konferenz, Open Space, offener Raum. Bevor es losgeht, werden die Anliegen gesammelt und jeder Open Space ist dann zu einem Anliegen. Das heißt, die Inhalte, die besprochen werden, kommen von den Leuten, die werden diskutiert und zum Schluss sammelt man die Ergebnisse und zwischendurch in den Pausen gibt es Zeit fürs Netzwerken, Austauschen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man seinen eigenen Weg oder halt den Weg der Filmbranche nicht geradlinig sieht, sondern wirklich schon die Augen und Ohren offen hebt, wo die Zukunft reingeht. Einerseits braucht es die Innovatoren weiterhin, die neue Dinge ausprobieren und auch investieren in einen Bereich, den es noch nicht gibt vielleicht. Und andererseits braucht es aber auch dieses klassische Medien schaffen, das sich halt die letzten 50 Jahre Bewegtbild so entwickelt hat, weil das eine Konstante ist, denke ich. Ich war ja zuerst sehr skeptisch. Irgendwo zu so einer Veranstaltung kann ich gar nicht wissen, was passiert. Nicht wissen, über was man redet, gibt es eigentlich gar nicht. Aber das Format hat mich total überzeugt. Es war sehr toll überhaupt, dass ich da war und viele Leute kennengelernt haben aus der Branche und in Vorarlberg, wo sie sehr viel Know-how haben. Und eben da ich Studentin bin und noch nicht sehr viel Erfahrung in vielen Bereichen habe, kann ich auf jeden Fall viel Input mitnehmen an Informationen, was Leute aus der Wirtschaft mir geben können. Ich fand es brutal spannend, was mir da die Kollegen allein schon am Tisch so mal kurz gezeigt haben. Und ich finde das so packend und ich bin tatsächlich auch im Moment auf der Suche nach einer neuen Umsetzungsform für einen szenischen Stoff, wo ich ganz gern, ich weiß nicht, ob das klappen wird, ich habe keine Ahnung, aber wo ich ganz gern umsetzen möchte. Und vielleicht sind das einfach die Anregungen, die es dann braucht, um einem das eigene Denken in die richtige Richtung zu leiten.